einen altbekannten Herrn Ofschanka nach vorne bitten. Das lese ich vorher. Also, nein. Ich erkläre alles. Also, es gilt natürlich jetzt, bevor er dann in Ihre Reihen kommen darf, dass die Verpflichtungsformel ich verlesen darf und dann Sie mit "Ich gelobe es" es beantworten dürfen. Und wenn Sie das erfolgreich getan haben, dann gibt es den Handschlag, dann gibt es die Unterschrift und dann gibt es kein Blumenstrauß, aber eine Abstimmkarte. Genau. Also, ich darf starten. Ich gelobe, die Verfassung, Gesetz und Recht zu achten und zu verteidigen, meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig und verantwortungsbewusst zu erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Außerdem gelobe ich, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Ja, das gelobe ich. Sehr gut. Dann darf ich Sie bitten, lieber Herr Ofschanka, die Verpflichtungsformel zu unterzeichnen. Dann besiegeln wir das Aktformat mit dem Händeschlag, mit der Übergabe der Karte. Herzlich willkommen in unserem Kreis. Und gute Zusammenarbeit. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, mein Name ist Gerhard Ofschanka, bin 72 Jahre alt, bin zum zweiten Mal Nachrücker im Stadtrat, einmal für die CDU, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht 10 Jahre oder so ähnlich, und jetzt für die Freien Wähler. Ich habe das immer als schön empfunden, hier dienen zu dürfen, dieser Stadt dienen zu dürfen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dass mein Herz für die Ortschaften schlägt, da mache ich keinen Hehl draus. Und das ergibt sich einfach daraus, dass ich seit 20 Jahren Ortsvorsteher von Gombitz bin. Und dafür schlägt mein Herz und dafür werde ich alles tun, um diese Ortschaften zu unterstützen. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und bedanke mich im Voraus schon bei Ihnen. Danke.